Moin Lotto! Und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieser Kanal hat mittlerweile über 500.000 Abonnenten, aber eine Frage hat sich mir schon sehr, sehr lange gestellt. Nämlich, welcher von diesen Abonnenten hat eigentlich die meisten Abonnenten? Und diese Frage werden wir heute beantworten, denn es gibt eine Antwort darauf. Man kann das tatsächlich sehen bei YouTube und wir werden mal schauen, welcher Typ, der mich hier abonniert hat, der krasseste Ficker ist. Ich bin Revinzeit. Ich bin Gamer. Oder sowas. Das Ganze hat nur einen Haken. Man kann nur die Leute sehen, die werden mir hier angezeigt in der Liste, die ihre Abos auch öffentlich haben. Also wenn man das ausgestellt hat, wie zum Beispiel ich, dann kann ich die Person hier nicht in meiner Liste sehen. Das Gute ist, damit tröstet man sich, dass man nicht enttäuscht ist, dass Person X oder YouTuber Y einem nicht folgt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer in dieser Liste auftaucht. Schauen wir einfach mal rein. Es gibt, glaube ich, einige Überraschungen. Es geht los mit Platz Nummer 10. Abonniert seit dem 9.3.2017. Eigentlich sind fast alle aus dem Jahr 2017 oder einer, glaube ich, aus 2018. 510.000 Abonnenten. Respekt auf jeden Fall. Riki Maru. Ja, kenne ich nicht. So wie es hier aussieht, macht er Musik, glaube ich. Ich glaube, er ist Asiate, kann das sein? Noch nie in meinem Leben gesehen. Ich glaube nicht, dass er deutsch ist, oder? Ja, cool. Ich hoffe, dir gefallen meine Videos. Vor allen Dingen selbst Instagram ist auf Japanisch, also muss er ja original Japaner oder Koreaner oder was auch immer sein. Boah, offensichtlich sind meine Videos so überzeugend, dass ihn das auch unterhält. Vielleicht, weil ich für asiatische Verhältnisse einfach sehr hässlich bin. Okay, Platz Nummer 9. 517.000 Abonnenten. Und damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass die Person mich abonniert hat. Papa Platte. Falls du das siehst, Grüße gehen raus auf jeden Fall an dich. Dankeschön dafür. Ich muss gestehen, ich verfolge ihn gar nicht so ganz. Ich kenne ihn natürlich. Sehr, sehr starke Memes immer. Aber cool auf jeden Fall. Und auch schon seit fast 3 Jahren dabei. Dankeschön. Die nächste Person, ganz knapp dahinter, 550.000 Abonnenten. Und da habe ich wieder einfach gar keinen Bezug zu. No Hand Gaming. Und ich musste erstmal gucken, wer ist diese Person? Ich habe den Namen schon mal gehört gehabt. Ja, der macht FIFA-Videos. Ist jetzt zugegebenermaßen nicht ganz mein Content. Aber ey, dankeschön, dass du hier abonniert hast. Ich hoffe natürlich, dieses Video trägt nicht dazu bei, dass irgendwer das hier sieht und sich denkt, ah fuck, den habe ich ja auch noch abonniert, den Idioten. Besser mal deabonnieren. Ich finde es aber krass, dass alle Top 10 Leute hier mehr Abonnenten haben als ich. Das spricht, würde ich schon sagen, für den Kanal. Platz Nummer, was ist denn da, 7? Platz Nummer 7 mit 625.000 Abonnenten, Blackout. Und da musste ich erstmal wieder gucken und ich kenne sein Gesicht. Er macht Motorradvideos und ich glaube, er war mal bei Galileo und da habe ich ihn irgendwie mal gesehen. Ist auch gar nicht mein Content. Aber okay. Leute, folgt mir gerne auch mal auf Instagram. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich natürlich. Aber man kann sagen, Blackout hat in seinem Leben 2 große Leidenschaften. Motorräder und meinen YouTube-Kanal. Und da fühle ich mich natürlich auch sehr geehrt. Platz Nummer 7. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Sprung von 625 auf 715.000. Und das hat mich irgendwie auch sehr gefreut. Felix Bahr. Ein Technik-YouTuber, den ich auch sehr gerne gucke. Ich glaube, wir haben uns mal ganz kurz beim Videopreis getroffen, weil er vor mir saß. Sorry an der Stelle, falls ich übrigens zu viele blöde Kommentare abgegeben habe. Aber ansonsten, sehr, sehr cooler Typ. Und ich bin mir sicher, auch er guckt jedes Video von mir auf meinem Kanal. Ist einfach schön zu wissen, dass ich für viele YouTuber einfach eine sehr, sehr große Inspirationsquelle bin. Vielleicht noch für viel mehr, aber die haben ja ihre Abos ausgeschaltet. Von daher kommen wir mittlerweile in die höheren Kategorien. Platz Nummer 5. Und auch da haben wir einen krassen Sprung von 715.000 auf 1,76 Millionen. Einfach 1 Million Abonnenten mehr als Felix haben. Und es ist Rezo. Ja, Grüße gehen raus an dich. Dankeschön. War natürlich auch hin und wieder schon mal auf diesem Kanal hier zu sehen. Von daher, ich freue mich trotzdem, dass du das Abo dagelassen hast. Dankeschön. Und wie gesagt, auch schon seit 2017 alle. Also da ging es auf jeden Fall rund. Und wir sind jetzt in Millionenbereichen angekommen. Und es wird noch krasser. Wow. Und damit hatte ich echt überhaupt nicht gerechnet. Aber offensichtlich auch treuer Zuschauer dieses Kanals. Vielleicht ich, wie gesagt, große Inspiration. 2,66 Millionen Abonnenten. Unsympathisch TV. Überhaupt nicht mit gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal gesehen haben. Ich glaube, einmal ganz kurz bei einem Spendenstream von Revi. Da waren aber alle so in dieser InScope-Tim-Gabel-Clique unterwegs und wir haben eigentlich nicht gar nicht geredet. Falls Sascha an der Stelle das sieht, Grüße gehen raus an dich. Mach's einen guten Job. Falls du mal was zusammen machen möchtest, weiß ich nicht, meine Nummer wurde ja geleakt, kannst ja da anrufen oder so. Und ihr fragt euch vielleicht, 2,66 Millionen Abonnenten, Timon, geht es noch krasser? Ja, Sascha war nämlich erst Platz 4. Und mit Platz 3 habe ich so gar nicht gerechnet. 3,23 Millionen Abonnenten. Und ihr fragt euch vielleicht, Timon, wer ist es nur? Ich glaube, keiner hat mit dieser Person hier gerechnet. Robin Schulz. Ja,
der Robin Schulz. Der Robin Schulz, der regelmäßig mit seinen Songs in den Charts ist. Auch großer Sympathisant dieses YouTube-Kanals hier. Also wie gesagt, damit hatte ich echt überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß auch nicht ganz, wie er auf mich kommt. Also irgendwo muss er mich ja gefunden haben und dann auch gesehen haben, ey, cooler Typ, ich abonniere den mal. Oder er hat einfach sich durchgeklickt und dann war ich halt auch dabei. Ich hoffe nicht. Robin, falls du das siehst, Grüße gehen raus an dich. Mach sehr gute Musik, mach gerne weiter so. Vielleicht kann man sich ja treffen. Du kannst mich hier besuchen. Ich besuche dich auf dem Konzert. Ich mache eine kleine Session auf der Bühne. Wie wär's? Und wie gesagt, man weiß ja auch nicht, welche anderen Leute hier noch schlummern. Vielleicht ein Justin Bieber. Vielleicht Dieter Bohlen, keine Ahnung. Alles möglich, aber kommen wir erstmal zu Platz Nummer 2, der Silbermedaille, der meist abonniertesten Abonnenten mit den meisten Abos. Mit 3,71 Millionen Abonnenten, einfach nochmal 500.000 Abonnenten mehr, Gavin Magnus. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer? Und das habe ich mich auch gefragt. Keine Ahnung. Der hat mich seit 2018 abonniert. 5.1. auch ganz knapp nach Neujahr. Und der Typ ist, glaube ich, Amerikaner. Und ich weiß nicht, 16 oder so. Und er macht auch nicht so ganz meinen YouTube-Content. Ich meine, immerhin sehr erfolgreich. Ja. Aber ich weiß nicht ganz, wie dieser Typ auf meinen YouTube-Kanal kommt. Falls du das siehst, bitte kommentier mal bei mir. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Logan oder Jake Paul. Aber er versteht doch gar nicht, was ich eigentlich rede, oder? Vielleicht ist das einfach sein Ziel, andere YouTube-Kanäle random zu abonnieren, um dann in solchen Videos hier aufzutauchen. Weil hey, 3,7 Millionen Abonnenten, Platz Nummer 2. Vielleicht einfach sehr, sehr kalkuliert. Vielleicht einfach auch nur völlig random, keine Ahnung. Oder ich bin ein großer Geheimtipp in den USA und hier wird sich oft inspiriert. Vielleicht, wie gesagt, man weiß es nicht. Grüße auf jeden Fall an deine ganzen YouTube-Kollegen in Amerika. Ob wir gemeinsam ein Video machen sollten, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal gerne eine positive Bewertung dalassen, falls das vielleicht nicht gemacht werden soll. Und ihr fragt euch jetzt zu Recht alle, Timon, Gavin Magnus war Platz 2. Wer ist nur Platz 1? Bitte verrat es uns. Liebe Freunde, nicht 3,71, nein, 5,69 Millionen Abonnenten hat die Nummer 1. Und ich muss zugeben, ich war tatsächlich nicht so ganz überrascht und dachte mir, ah, klar, trotzdem schön auf jeden Fall, Julian Bam. Dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir uns persönlich treffen. Grüße gehen raus an Ju. Kanal ja nicht mehr so ganz aktiv. Es gibt ja jetzt die Zweitkanäle, mehrere, weiß ich gar nicht. Wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen gesünder und weniger am Burnout. Aber ja, Julian Bam, der meist abonnierteste Abonnent meines Kanals. 5,69 Millionen. Ich glaube, insgesamt sind das über, weiß ich nicht, 18 Millionen Abonnenten, die hier in dieser Top-10-Liste vereinigt sind. Und wie gesagt, mit einigen hätte ich echt nicht gerechnet. Trotzdem vielen Dank natürlich an jeden Einzelnen, der diesen Kanal hier abonniert hat. Nicht nur die Top 10, sondern ihr auch, die das gerade gucken. Und YouTube ist manchmal so weird, wenn ihr die richtigen Ideen zur richtigen Zeit habt. Vielleicht taucht ihr auch irgendwann in dieser Liste auf. An alle anderen YouTuber, die mehr Abonnenten haben und diesen Kanal noch nicht abonniert haben, tut das bitte. Dann machen wir mit ein paar Monaten nochmal ein Update. Dann seid ihr ja auch in dieser Liste drin. Gern geschehen. Freunde, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wie gesagt, die Liste, sie lügt nicht. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.